Hallo und willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich mache heute ein Unboxing zu dem Anime Puella Madoka Magica. Einmal der kompletten Serie als DVD-Version. Das Ganze ist auch ab 12, hat auch einen schicken Schuber. Und dann noch einmal der Special Blu-ray Edition Puella Magi Madoka Magica, der Rebellion, der Film. Auch ebenfalls ab 12, aber als Blu-ray. Und ja, ich würde sagen, wir fangen mal mit der Serie selbst an. Als erstes hätten wir ein schönes Cover. Ich muss dazu auch noch sagen, dass ich das Ganze gebraucht gekauft habe. Das heißt, wenn Extras enthalten sind, habe ich sie nicht. Aber es kann mal passieren, wenn man es gebraucht kauft. Hier hätten wir auch dann einmal das Ganze, hier könnte man noch abmachen. Dann hier einmal die Rückseite, die finde ich, sieht sehr gut aus, wenn es im Regal steht. Und einmal hätten wir die Episoden 1 bis 12 und eine Laufzeit von ca. 300 Minuten plus Bonus sind 80 Minuten. Und das Ganze ist in Deutsch und Japanisch und der Untertitel in Deutsch. Das hier werde ich euch nicht vorlesen, da ich meine Brille verlegt habe und sie nicht mehr finden kann. Und jetzt kann ich das alles nicht erkennen. Ich hoffe, dass das nicht allzu schlimm ist. Und ja, ich hole jetzt mal die Volumes aus. Bitte verzeiht mir das, dass ich das nicht vorlesen werde. Aber ich werde euch unten das Ganze verlinken, wo ihr das dann nachlesen könnt. Dann hätten wir erstmal das erste Volume. Das finde ich sehr, sehr süß mit eben Madoka und der neuen Mitschülerin, wo ich den Namen nicht kann. Sie ist ebenfalls in Magical Girl. Man lernt sie auch in der ersten Folge gleich kennen dann. Und dann mache ich das Ganze mal auf. Darin sind Episoden 1 bis 4 und es hat auch ein Wendecover, was mich echt mega gefreut hat, da ich ja dieses, also ich hasse wirklich das K-Zeichen, hat mehrere Gründe. Und dann hier einmal das Volume 2 mit Madoka und ihren zwei besten Freundinnen. Und das Ganze wären dann wohl Episoden 1 bis 8. Hier hätten wir dann einmal die DVD und wieder ein Wendecover. Und dann einmal den dritten Volumen, was ich das Schönste finde. Also ich finde wirklich, das Cover ist sehr, sehr schön. Und dann hätten wir die Episoden 1 bis 12 hier drin und keine DVD. Das ist jetzt doof. Entschuldigung dafür. Das ist jetzt ein kleiner Fehler von mir. Ich habe die DVD noch in meinem Blu-ray-Player. Ja, bitte verzeiht mir das ebenfalls. Ist ein Fehler von mir. Daran hätten wir dann die Episoden 9 bis 12. In 12 ist das Ganze dann auch abgeschlossen. Und ja, dann wäre einmal die Serie. Und dann kommen wir zum Film. Der ist eigentlich das Hauptteil dieses Unboxings, weil der ja neu ist. Dazu gibt es nämlich auch schon eine neue Auflage in Blu-ray zu der Serie, aber die war teurer als das Ganze gebraucht zu kaufen und deswegen habe ich mich dafür hier entschieden. Und zwar, ich habe das Ganze schon ausgepackt, weil es gibt ja immer diesen Vorführeffekt und bei mir ist der eigentlich immer und deswegen, ja, ich kriege es da nicht auf und deswegen habe ich mich entschieden, es immer aufzumachen. Aber ich habe ja noch nicht reingeschaut, also ist das auch egal. Als erstes hätten wir hier natürlich das Cover, was wirklich sehr cool ist, da es so ein bisschen im schimmernden Stil ist. Hier hätten wir auch dann noch das ab 12 zeigen, kann man abmachen. Freut mich immer mega. Hier hätten wir dann diese Seite, sieht sehr schön aus, auch im Regal, denke ich mal. Und ja, wieder, ich kann den Text nicht vorlesen, aber ich werde es euch unten verlinken. Laufzeit 116 Minuten und dann noch das Bonus ist 10 Minuten. Die Sprache Deutsch-Japanisch und Untertitel Deutsch. Jetzt fragen sich hier einige, wieso kann sie das lesen? Das habe ich mir gemerkt. Ja, ich habe mir das dann doch gemerkt, weil ich wollte wenigstens das sagen. Und da sehe ich schon mal, dass das Ganze wirklich sehr cool aussieht, wenn man es aus der Hülle rausgeholt hat. Ich finde das Cover sehr, sehr geil. Und ich hoffe, dass man das Zeichen wieder, dass es ein Wendecover gibt. Und hier noch einmal die Rückseite. Und ja, wir haben ein Wendecover. Das freut mich sehr, weil ich ja Wendecovers liebe. Und auch die Blu-ray sieht sehr, sehr schick aus. Mit wieder dem schönen FSK-Zeichen. Und dann hätten wir hier noch einmal ein Booklet, was ich jetzt einmal raushole. Mit Madoka und ihrer Freundin. Namenproblem. Und ja, hier hätten wir halt unterschiedliche Seiten mit Informationen. Ich mag solche Booklets immer sehr, sehr gerne, weil ich das immer sehr, sehr gerne lese. Und ich schätze mal, dass das hier Hexen sind. Also sieht es ziemlich aus. Ich habe das Ganze ja noch nicht angeschaut.
Freue mich aber sehr, sehr drauf. Die Serie habe ich mir schon angeguckt, aber halt den Film noch nicht. Aber ja, ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Das Booklet ist sehr schön und auch das Ganze, die ganze Aufmachung von der DVD finde ich wirklich, wirklich cool. Und ja, verzeiht mir bitte noch die Fehler, die passiert sind mit der DVD, die einfach nicht dabei war, drin war. Und auch, dass ich es nicht vorgelesen habe. Wie schon gesagt, ich verlinke es euch unten einmal und ich hoffe, das Video hat euch trotzdem gefallen. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Ciao!